Freunde, ich weiß, was manche sich jetzt bestimmt denken werden. Warum machst du angeschrien nach? Warum machst du direkt nach seinem Fahrschulvideo auch ein 7-Tage-Fahrschulvideo? Was soll ich sagen, Leute? Mit der Fischer Academy ist mein 7-Tage-Fahrschul-Selbstexperiment schon seit Mitte März geplant. Also will ich niemanden in den Kommentaren heulen sehen. Und selbst wenn, Freunde, und das ist nicht nur bei mir so, sondern bei allen anderen YouTubern, wenn ihr ein Video seht, was vielleicht von einem anderen inspiriert ist, es ist doch völlig fein, es ist doch scheißegal. Solange man das in seiner eigenen Art und Weise macht und nicht eins zu eins das Video kopiert, ist doch alles cool, Mann. Es passiert einfach nun mal, gerade bei der Selbstexperimentenbranche, dass Videos sich ähneln, dass man zufälligerweise gleichzeitig an demselben Projekt arbeitet. Genug gesagt, ich denke, ihr wisst, was ich euch mitgeben will. Okay, Freunde, in 7 Tagen Führerschein. Ist das möglich? Ist das möglich für mich? Ist das möglich für euch? Das werden wir heute herausfinden. Ich bin nach Gera gefahren, 6 Stunden von Köln entfernt. In Gera angekommen hatte ich dann sozusagen mein Check-in. Ich habe meinen Raum bekommen, habe meinen Terminplan bekommen, was in der ganzen Woche ansteht und so und konnte dann so ein bisschen chillen. Ich wollte euch mal zeigen, wie nice das Zimmer eigentlich ist. Ihr müsst euch das so vorstellen. Für die Leute, die zum Beispiel Schloss Einstein vielleicht noch kennen, es ist einfach wie so ein Internat. Man wohnt mit ungefähr 12, 13 anderen Leuten zusammen, die auch in der Woche Führerschein machen, im Gebäude, wo auch die Fahrschule ist. Es sind super schöne Räume. Manche Leute sind zu zweit, zu dritt in einem Zimmer. Ich war jetzt alleine. Man lernt zusammen, man isst zusammen. Also es war einfach ein cooles Feeling und vor allem, ich bin jetzt mittlerweile 21 Jahre alt. Das hat sich wirklich wie so eine Klassenfahrt angefühlt. Es war sau aufregend nochmal. So sah ungefähr ein typischer Tag bei der Fish Academy aus. Man steht auf, man hat bis 10.30 Uhr Frühstück, dann hat man Fahrstunde, ungefähr 2-3 Stunden, dann hat man Pause, dann hat man von mittags 15 Uhr bis 18 Uhr Theorie. Dann hat man Freizeit. Aber in der Freizeit sollte man keine Shisha rauchen, einen Dübel batzen oder so, sondern man sollte Theorie lernen. Sorry. Und ich sag euch eine Sache, Freunde, unterschätzt bei der Fahrschule niemals die Theorie, denn ich habe es getan. Von 610 Fragen habe ich hier 422 richtig, 188 falsch. Bis zum zweiten Tag sollten wir alle Theoriefragen einmal beantwortet haben. Wisst ihr, wie viele das sind? 1100. Man hatte das Wochenende davor Zeit, schon so ein bisschen anzufangen, dass man so am ersten Tag keinen Stress hat mit so vielen Fragen und ratet, wer am Wochenende nichts getan hat. Also habe ich in 2 Tagen 1100 Fragen gelernt und habe mir das natürlich nicht richtig einprägen können, weil das alles so auf Speed war und ich so richtig viel lernen musste. Nach jedem Theorietag haben wir auch eine Prüfungssimulation gemacht, also sozusagen eine Testtheorieprüfung. 30 Fragen, man darf nicht mehr als 10 Fehlerpunkte haben. Wenn man 11 Fehlerpunkte hat, hat man nicht bestanden. So, Freunde, man nennt mich in Vietnam auch der Theorie-Boss. Ich habe 27 Fehlerpunkte. Ich sag euch jetzt mal ganz ehrlich, wie es bei mir war. Ich habe ja die ganzen Fragen durchgepaukt, erste Prüfungssimulation voll verkackt und ich habe auch richtig viele Fragen in der App immer falsch gemacht. So. Einfach, weil ich es noch nicht so ganz verstanden habe, weil es auch so viele Fragen waren und so. Dadurch, dass ich so unsicher war und richtig viele Prüfungssimulationen verkackt habe, so die ersten Tage, habe ich mir so gedacht, fuck, jetzt musst du mal wirklich hinne machen. Jetzt darfst du dich nicht ablenken. Jetzt musst du wirklich bei dieser scheiß Fahrenlern-App bleiben. Lass mich nicht lügen, 4., 5. Tag, also am Sonntag, gab es keine Fahrstunden und gab es keine Theorie. Also hatte man komplett Zeit zum Lernen. Und ich habe, glaube ich, an dem Tag 9 Stunden in der Fahrenlern-App verbracht. Immer noch so viele falsche Prüfungssimulationen. Und irgendwann aber kam dann dieser Schalter, wo ich mir dann so gedacht habe, Digga, die Frage hatte ich doch schon mal, das kann ich doch. Ich habe durchgepaut, ich habe es langsam so ein bisschen verstanden. Irgendwann habe ich mich eigentlich voll confident gefühlt, weil ich auch eben so viele Prüfungssimulationen richtig gemacht habe. Ich blende euch jetzt mal eine Tabelle ein von den ganzen Prüfungssimulationen am Ende der Theoriestunde. Und ihr seht, am Ende bin ich dann doch sehr sicher geworden. Bevor ich euch erzähle, wie die Theorieprüfung war, kommen wir erstmal zu den Fahrstunden. Ich bin, glaube ich, insgesamt vor der Fischer Academy 3-mal gefahren, so auf Übungsplätzen in einer anderen Fahrschule. Und ich habe mich nicht wirklich sicher gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich verstehe das Auto einfach nicht. Und ich habe keine richtige Kontrolle drüber. Und so ging es mir auch in der ersten Fahrstunde. Ach, die sind schon an, oder? Ja. Warum ist es so anders? Und Auto geht gleich aus. Ja. Ja gesagt. Vor allem lasst du mich an, ich denke, er hat gemerkt, mach den ersten rein. Nein. Aber Freunde, ich sage euch eine Sache aus Herz. Je mehr ich gefahren bin, je mehr ich das Auto verstanden habe, desto mehr hat es mir Bock gemacht. Ich hatte richtig Spaß irgendwann am Autofahren und ich habe mich sicher gefühlt. Klar gab es diese ein oder anderen Fehler, Blinker, links, rechts, Schulterblick und sowas. Das ist am Anfang alles natürlich noch sau viel, aber Autofahren ist einfach eine komplette Gewöhnungssache. Klar, nicht jeder lernt gleich schnell, aber ich denke, früher oder später, auch mit dem richtigen Fahrlehrer, schafft das, denke ich, jeder. Zum Thema Fahrlehrer, was auch super wichtig ist, ihr braucht einen guten Fahrlehrer, beziehungsweise einen Fahrlehrer, der mit euch vibet, der euch gute Werte vermittelt, der euch Fahrenlernen richtig beibringt. So. Wenn du einen scheiß Fahrlehrer hast, dann hast du einfach keinen Bock,
dich in dieses Auto reinzusetzen und hast keinen Bock, Auto zu fahren. Ich hatte einen richtig nicen Fahrlehrer. Grüße gehen raus an Ronny. Durch Ronny habe ich richtig Bock auf Autofahren bekommen und ich habe mich wirklich irgendwann auch einfach gefreut, Fahrstunden zu haben. Einfach um das zu üben, einfach um meine Fehler vom Vortag zu korrigieren etc. Also ihr merkt schon, Autofahren hat mir irgendwann echt Spaß gemacht. Und ich muss auch wirklich sagen, zum Ende hin war ich gar nicht mal so schlecht. Klar, es gab die ein oder anderen Konzentrationsfehler, die sehr vermeidbar waren, aber das gehört, denke ich, dazu. Aber ansonsten bin ich eigentlich tipptopp gefahren. Okay, 9.47 Uhr, fast 5 Stunden unterwegs gewesen und ich muss sagen, war übel geil. Autobahnfahren macht richtig Spaß. Natürlich hat man am Anfang ein bisschen Respekt, ich habe auch ein bisschen geschwitzt, sage ich ehrlich zu euch. So mit Einfädelungsstreifen, mit Beschleunigen und sowas und davor kannte ich das ja nicht, auf 120 zu beschleunigen so. Und generell sich an diese Geschwindigkeit anzupassen und so. Aber ging eigentlich alles voll fit, ich werde eigentlich immer sicherer. Okay Freunde, kommen wir jetzt zum spannenden Teil. Für die Leute, die es nicht wissen, man muss erst die Theorieprüfung bestehen und dann kann man erst zur praktischen Fahrprüfung zugelassen werden. Das heißt, wenn ich jetzt Theorie verkacken würde, würde ich direkt nach Hause gehen, ohne irgendeine Fahrprüfung zu machen. Ich bin ehrlich zu euch, vor der Theorieprüfung war ich eigentlich mäßig aufgeregt. Ich war über 31 Stunden in der Fahrlern-App in der Woche und ich habe mir gedacht, wenn ich da jetzt verkacke, dann, keine Ahnung, macht das Ganze hier einfach gar keinen Sinn und ich sollte Führerschein nie wieder anfangen. Ich habe gedacht, ich habe so verkackt, ne? Aber bestanden, ne? Null. Null? Ja. Null? Ja. Am nächsten Tag war dann direkt die praktische Fahrprüfung. Dadurch, dass ich ja nichts mehr zu lernen hatte, hatte ich also gar nichts mehr zu tun. Also habe ich die ganze Zeit gechillt und gechillt und gechillt und irgendwann merkst du, scheiße, diese Fahrprüfung kommt ja immer näher. Am Abend davor war ich nicht so aufgeregt. Dann bin ich schlafen gegangen und konnte auf einmal nicht schlafen. Ich bin immer so, kennt ihr das, wenn ihr so 2 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr auf einmal aufwacht, so ohne Grund und euer Gehirn dann so denkt, scheiße Mann, Leon, werd mal ein bisschen aufgeregt, Alter. Genau der Fall ist dann eingetreten. Meine Fahrprüfung war um 13 Uhr. Ich bin so um 8 Uhr aufgestanden, weil ich nicht mehr schlafen konnte und ich war seit dem Zeitpunkt einfach mies aufgeregt. Heute ist der Tag meiner praktischen Fahrschulprüfung. Je näher wir der Fahrprüfung kommen, desto aufgeregter werde ich eigentlich. Eigentlich voll dumm so. Ich weiß, dass ich es kann. Ich bin gestern sehr, sehr gut gefahren. Aber ich habe so Angst, dass ich irgendwie so ein Blackout bekomme, versteht ihr? Und das ist einfach so ein krasser Druck irgendwie, dass wenn man einen Fehler macht so, dass man halt direkt draußen ist und, aber ich sollte mir nicht so viel Druck machen, ich weiß, dass ich es kann und das Einzige, was mich stoppen kann, ist meine Nervosität, vielleicht auch andere Verkehrsteilnehmer, aber ich denke, ich schaffe das und gleich kommt der nächste Cut, wo ich sage, scheiße, ich habe den Führerschein verkackt, das ist ja ein bisschen scheiße, wir dürfen das Ganze ja leider nicht filmen. Deswegen kommt jetzt der Cut. Wir sind dann ein bisschen rumgefahren, haben Parken nochmal geübt, haben alles angeguckt und ich habe keine Fehler gemacht. Es war eigentlich alles cool so. Es war 13 Uhr, der Fahrprüfer steigt ins Auto, fragt mich erstmal so Sachen am Auto und im Auto und so und dann bin ich losgefahren. 4 Minuten später bin ich durchgefallen. Kam, glaube ich, gerade ein bisschen unerwartet, oder? Aber ja, ich bin nach 4 Minuten einfach durchgefallen. Und die ersten 3 Minuten, alles top, alles easy. Ich war mega nervös, aber ich bin sehr gut gefahren. Auf einer geraden Strecke, rechter Fahrstreifen, linker Fahrstreifen. Wir sind gefahren. Der Fahrprüfer sagt zu mir, okay, dann nach links. Ich fahre und fahre und ich denke mir so, Digga, wo geht's denn hier nach links? Ich habe einfach nichts gesehen. Ich fahre und dann habe ich so ein bisschen Panik bekommen. Alle meinen immer, man soll so früh wie möglich irgendwas machen, damit man keinen Stress hat oder Panik bekommt oder so. Ich habe Panik bekommen, dachte so, Dicker, wo geht's denn hier nach links? Und wenn ich jetzt zu spät oder irgendwas übersehen habe, verkacke ich oder so. Dann habe ich auf den Fahrstreifen geachtet. Ihr müsst wissen, durchgestrichene Linie heißt, man darf sie auf gar keinen Fall überfahren wegen Gegenverkehr. So eine gestrichelte Linie mit so Lücken darf man zum Beispiel zum Überholen benutzen, also darf man überfahren. So, ich schaue die Linie an. Und ich kam nicht weiter. Ich dachte so, was ist das für eine Linie? Die hat nämlich irgendwann auf einmal so aufgehört. Dann war die auf einmal durchgezogen. Also wisst ihr, das war so eine richtige Skaftlinie. Das war eine durchgezogene Linie eigentlich. Aber da haben so Stellen gefehlt. Ich habe übel Panik bekommen. Dachte so, wann geht's jetzt nach links? Und dann hat sich mein Gehirn gedacht, okay, ich fahre jetzt nach links. 2 Sekunden später, ich sehe Gegenverkehr. Und dann habe ich es gecheckt. Ich bin einfach durch die durchgezogene Linie gefahren. In den Gegenverkehr sozusagen. Das war nämlich auch so ein Ding, ich habe keinen Gegenverkehr gesehen. In dem Moment gab es keinen Gegenverkehr, deswegen war ich übelst verwirrt. Das war meine Fahrprüfung. Ich sage euch eine Sache, Freunde. Diesen Fehler habe ich nicht mal bei meiner ersten Fahrstunde gemacht. Ich will mich nicht groß hochloben, aber ich bin echt confident gefahren. Aber ich war einfach viel zu aufgeregt. Ich war viel zu nervös. Ich hatte so Angst vor dieser Prüfungssituation. Ich habe mich selbst einfach kaputt gemacht. Das Ganze war gestern jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme. Und ich war gestern, ja auch heute noch, echt mad so, weil es ist natürlich ein bisschen unsatisfying, von der Fahrschule zu gehen, abzureisen, ohne Führerschein. Klar, man hat alle Fahrstunden, man hat die Theorieprüfung durch, aber ich hätte super gern jetzt einen Führerschein gehabt und wäre durch Köln gefahren. Aber was soll man machen, wenn man so dumm ist? Selbstexperiment gescheitert.
Für mich. Das heißt aber nicht, Freunde, und ich denke, das ist selbstverständlich, dass die Fish Academy daran schuld ist. Und wirklich, Freunde, und es kommt jetzt aus Herzen, auch wenn das Video hier gesponsert ist, auch wenn ich für den Führerschein bzw. für den Führerschein-Try hier nicht zahlen musste. Ich muss das jetzt nicht in diesem Video vertraglich oder so sagen, sondern ich sage es jetzt einfach, weil ich das so fühle und weil ich das einfach mitgeben will. Ich bereue keine einzige Sekunde in der Fish Academy zu sein. Fahrlehrer, Fahrschüler, generell Personal war einfach 1A. Man merkt einfach, dass die das alles mit Leidenschaft machen. Sie sind super zufrieden. Vorkommt und die wollen einfach, dass du diesen Lappen schaffst, und das ist, denke ich, auch die Hauptsache. Wirklich so ein familiärer Vibe, man fühlt sich wie in einer Klassenfahrt und alles ist wirklich tipptopp organisiert. Ich war wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Fahrschule, und wenn ihr auch so ein faules Stück Scheiße seid wie ich, dann kann ich das euch auf jeden Fall ans Herz legen, weil da wirst du wirklich gepeitscht. Du kriegst einfach Bock, weil du einfach so oft und so lange fährst. Du kannst zwar in dieser Woche wirklich nichts anderes tun, du musst dich wirklich auf die Fahrschule konzentrieren, aber ich denke, für eine Woche geht es auf jeden Fall fit. Ich kann die Fish Academy wirklich nur jedem empfehlen, auch wenn ich jetzt den Führerschein nicht geschafft habe. Ich bereue wirklich keine Sekunde. Wenn ihr jetzt noch mehr Bock auf Fahrschulvideos habt, dann checkt gerne das Video hier von der Fish Academy ab. Meine erste Schaltfahrstunde in voller Länge. Lasst auf jeden Fall Grüße bei ihnen da, lasst ganz viele Likes da. Jungs, ich will ganz viele Kommentare von euch bei denen sehen. Abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, ciao.